Willkommen zu Liedern und Gedanken am Palmsonntag in der Bauerbacher Kreuzkirche. Gott ist mit uns beim Hören und Singen, beim Beten und beim Schweigen. Gottes Geist führt uns durch diese besonderen Zeiten. Eine Schale will ich sein, empfänglich für Gedanken des Friedens. Eine Schale für dich, Heiliger Geist. Meine leeren Hände will ich hinhalten, offen für die Fülle des Lebens, leere Hände für dich, Heiliger Geist. Mein Herz will ich öffnen, bereit für die Kraft der Liebe, ein Herz für dich, Heiliger Geist. Meinen Mund will ich öffnen, bereit dich zu bitten, ein Mund für dich, Heiliger Geist. Komm, guter Geist, du Geist der Liebe, und kehr heute bei mir ein. Fülle mich mit deiner Kraft, Vertrauen, Wärme, Zärtlichkeit. Gib Augen mir, die nicht verblendet sind, die ganz von Herzen sehen. Komm, guter Geist, heiliger Geist, komm, Liebe, in der Welt des Kriegs zu sein. Komm, guter Geist, du Geist des Lebens, und kehr heute bei mir ein. Fülle mich mit deiner Kraft, nimm Stumpfheit und Gleichgültigkeit, schenk Dankbarkeit, genügend Zeit zu spüren, was Leben wirklich füllt. Komm, guter Geist, heiliger Geist, du Kraft, die mich mit dem, was wichtig füllt. Komm, guter Geist, du Geist des Glaubens, und kehr heute mir ein. Fülle mich mit deiner Kraft, die mir zeigt, ich bin nie allein. Gib Ohren mir, die auch im Lärm, in Stille Gottes Worte hören. Komm, guter Geist, heiliger Geist, und lass mich spüren, dass Gott ist nah in dir. Komm, guter Geist,
Geist, dass Gott in dir ganz nah ist, lass mich spüren. Palmsonntag. Da zieht Jesus in Jerusalem ein. Viele Menschen sind dabei an seiner Seite. Auch Markus, der Evangelist aus der Bibel, berichtet darüber. Jesu Jünger brachten, wie er ihnen aufgetragen hatte, einen Esel und legten ihre Kleider über das Tier und Jesus setzte sich darauf. Und viele Menschen breiteten ihre Kleider auf den Weg. Andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, die schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Und Jesus ging hinein nach Jerusalem. Hosianna, Gottes Sohn, Hosianna, Gottes Sohn, Hosianna, Gottes Sohn, gelobt sei Jesus Christ. Hosianna, Gottes Sohn, Hosianna, Gottes Sohn, Hosianna, Gottes Sohn, gelobt sei Jesus Christ. Wie soll ich dich empfangen, heißt ein Adventslied. Wie begegne ich Jesus? Welche Gefühlsregungen trage ich jetzt in diesen Tagen in mir? Die Gedanken kreisen, Sorgen und Angst mischt sich mit Hoffnung und Freude. So reihe ich mich ein in diejenigen, die am Weg stehen, um Jesus zu grüßen. Vielleicht mögen sie ja mit einstimmen in den Hosianna-Ruf, singend oder summend. Mit offenem Herz weit angefüllt, mit Hoffnung, die die Sehnsucht stillt, nach heilem Leben Gottes, ja zu mir, so empfang ich dich. Mit Zweifeln bist du wirklich da, mit Lebenslast bepackt fürwahr, beladen meine Schuld liegt schwer auf mir, so empfang ich dich. Mit Staunen, ich hab nicht verdient, dass einer mir die Sünde nimmt, dass einer in die Tiefe geht mit mir, so empfang ich dich. Verwundert, dass es Liebe gibt, bedingungslos und ungetrübt, voll Dank, dass Gott die Schuld vergibt, auch mir, so empfang ich dich. Hosianna, Gottes Sohn, Hosianna, Gottes Sohn, Hosianna, Gottes Sohn, gelobt sei Jesus Christ. Hosianna, Gottes Sohn, Hosianna, Gottes Sohn, Hosianna, Gottes Sohn, gelobt sei Jesus Christ. Verwirrt, gespannt, erwartungsvoll, auch ängstlich und von Fragen voll, mit Hoffnung, Ahnung und Vertrauen in mir, so empfang ich dich. Voll Freude, du bist wirklich da. Gott kommt als Mensch und kommt mir nah. Voll Jubel und Erleichterung in mir, so empfang ich dich.
Eben noch erfährt Jesus in Jerusalem das herzliche Willkommen. Eben noch ruht die Sehnsucht der Menschen nach Heil ganz auf ihm. Und schon kurz darauf, als er seinen Weg weitergeht, erlebt er die Ohnmacht der Einsamkeit und des sich verloren fühlens. So geht es mir auch gerade. Ich fühle mich verloren. Verloren in der Menge an Informationen über das Coronavirus. Verloren im Wissen um die Unzähligen, die sich gerade einsam fühlen. Verloren in der Ungewissheit, wie Leben weitergehen wird. Verloren im Erkennen all jener, die sich nicht nur um ihre Gesundheit sorgen, sondern fast mehr noch um ihr wirtschaftliches Auskommen machen. Ich fühle mich verloren, aber tief in mir erklingen alte Worte des Glaubens und der Zuversicht. Jesus stärkten sie auch. Und ich spüre bei aller Verlorenheit, sie gehen nicht verloren. Sie werden lauter. Hoffnung bergen sie in sich und neue Kraft. Stärke, die wir brauchen werden und die sich in uns entfalten wird. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich suche das Leben und die Kraft, die mich erfüllt. Ich suche die Quelle, die meine Sehnsucht stillt. Wenn ich verloren bin.
Lasst uns beten. Gott, nimm dich unserer Verlorenheit an, der Sorgen und Ängste, der Traurigkeit und Verzweiflung. Komm zu uns mit deinem Geist der Kraft. Jesus, stell dich an die Seite all der Helfenden, die in Kliniken, Arztpraxen und Supermärkten arbeiten und die ehrenamtlich unterstützen, versorgen und für andere da sind. Bleibe bei uns mit deinem Geist der Liebe. Heiliger Geist, erfülle uns mit Geduld und beschenke uns mit der Kraft des Betens um Heilung für diese Welt und ihre Menschen. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun, zu Beginn dieser besonderen Woche, mit dem letzten Abendmahl Jesu am Gründonnerstag, mit der Erinnerung an sein Sterben am Karfreitag, empfangt den Segen. Gott segne dich. Gott behüte dich. Gottes Frieden geleite euch. Amen.